jede Menge neues Star Wars Merchandise, einige neue Details zu Episode 7 und ein neuer Teaser. Das sind die aktuellen Star Wars News. Der beliebte Fotodienst Instagram zwingt die User nicht mehr, das quadratische und dennoch ikonische Bildseitenverhältnis beizubehalten. Und als Promo-Aktion für die Pressemitteilung hat der offizielle Star Wars-Account folgenden kurzen Instagram-exklusiven Teaser veröffentlicht. There's been an awakening. Have you felt it? Drei Details stechen dabei besonders heraus. Erstens verwendet John Boyegas Finn, wie durch das kürzlich präsentierte Poster bereits bekannt, ein Lichtschwert. Zweitens ist das besagte Lichtschwert allem Anschein nach das von Luke Skywalker verlorene Erbstück seines Vaters. Drittens scheint der im Hintergrund laufende Musikscore neu zu sein und könnte damit direkt aus der neuen Komposition von John Williams für Episode 7 stammen. Ob der kurze Teaser auch ein Vorgeschmack für den im Herbst kommenden Trailer sein könnte, bleibt abzuwarten. Ein paar neue Details zum heiß erwarteten Film hat J.J. Abrams ebenfalls parat. So bestätigte er, was einige bereits vermutet hatten, Bösewicht Kylo Ren sei kein Sith. Das passt auch zu seiner vorigen Aussage, dass dessen Nachname Ren eher ein Titel des Ordens Knights of Ren ist. Inwiefern dieser nun mit den althergebrachten Sith zu tun haben könnte, ist damit aber weiterhin unklar. Kylo Ren arbeite aber direkt für den von Gollum Dauerdarsteller Andy Serkis gespielten Supreme Leader Snoke, der wiederum eine mächtige Rolle auf der dunklen Seite der Macht spielen würde. Ferner ist dieser ja der Anführer der First Order, die aus dem Imperium entwachsen ist. Abrams verglich den Denkansatz für die First Order mit den Nazis, die aus dem Nachkriegsdeutschland nach Argentinien flüchten konnten. Was wäre, wenn diese sich nochmals zusammengetan hätten? Auf das galaktische Imperium umgemünzt bedeutet dies, dass man dessen Wirken als unvollständig erachten und Darth Vader als Märtyrer verehren könnte. Interessant. Die Marketingmaschinerie zu Star Wars ist bereits in vollem Gange. Und nun legt Disney beim Merchandise noch eins drauf. Ab Donnerstag, den 3. September, wird im großen Stil und per Livestream die neue Produktpalette von Disney und seinen Lizenznehmern als das, Zitat, größte Unboxing der Welt zelebriert. Sukzessive werden dabei über einen Zeitraum von 18 Stunden in 15 Städten und 12 Ländern neue Spielzeuge und Sammlerobjekte enthüllt. Hier seht ihr übrigens Ausschnitte aus dem Hasbro-Katalog. Bereits ab Freitag werden diese dann zum Verkauf angeboten. Disney nennt das den Force Friday. Auch Lego lässt sich nicht lumpen, wie diesem geleakten Teaser zu Teilen ihrer neuen Kollektion bereits zu entnehmen ist. Ob auch im Film Kylo Ren persönlich dem neuen Droiden BB-8 nachjagen wird, werden wir im Dezember selbst sehen können. Sollte sich die Szene nicht so oder so ähnlich abspielen, ist das kein Wunder. Schließlich bewies Lego bereits in der Vergangenheit einen gewissen Hang zur freien Interpretation ikonischer Star Wars-Szenen. Luke, pardon me. It was my fault. Für das Mobile Game von EA Galaxy of Heroes gibt es nun einen ersten Trailer. Das Rundenstrategiespiel soll zur Weihnachtszeit erscheinen. Ob es überhaupt etwas oder gar wie viel es kosten soll, ist noch nicht bekannt. Interessant an dem Spiel ist die Einbindung in den neuen Star Wars Kanon. Da alle neuen Games zu diesem gehören, scheint eine ernsthafte Einordnung etwas schwierig. Denn wie sollen all diese verschiedenen Charaktere denn zusammenarbeiten können? Aber die Auflösung ist relativ simpel. Es sind Hologramme in einem Brettspiel innerhalb dieses Universums. So wie das Kartenspiel Hearthstone eigentlich in einer fiktiven Taverne gespielt wird. Und apropos Spiele. Wiederum hat EA erste Artworks zu dem nachzureichenden kostenlosen DLC des kommenden Battlefront vorgestellt. Darin wird man die Schlacht von Jakku selbst nachspielen können, deren Überbleibsel in den Episode 7 Teasern bereits zu erahnen waren. Den großen Reibach wird Disney aber nicht nur mit dem Merchandise und den Games machen. Analysten gehen von einem möglichen Rekordergebnis des Films in der ersten Woche mit geschätzten 615 Millionen US-Dollar aus. Zum Vergleich,
Der bisherige Rekordhalter Jurassic World liegt bei 524 Millionen. Damit erscheint die magische Grenze von 2 Milliarden Dollar Gesamteinspielergebnis realistisch und der Platzhirsch Avatar in greifbarer Nähe. Rechnet man die wahrscheinlichen Merchandise-Einnahmen dazu, wird Disney aller Voraussicht nach ungefähr 5 Milliarden alleine im ersten Jahr einnehmen. Somit ließe sich der Kaufpreis für Lucasfilm von 4 Milliarden relativ schnell amortisieren. Darin nicht mit eingerechnet ist übrigens das erste Spin-off des Franchises, das schon im Dezember nächsten Jahres erscheinen soll. Rogue One, A Star Wars Story. Dieses handelt von der Erbeutung der Pläne des Todessterns noch vor dem chronologisch ersten Star Wars Film A New Hope. Entgegen ersten Vermutungen wird aber der auf Bösewichte spezialisierte Darsteller Mads Mikkelsen nicht einen eben solchen spielen. Mehr durfte er aber dazu auch noch nicht verraten. Und nun noch ein kontroverses Thema zum Schluss. Der designierte Star Wars Posterkünstler und Hollywood-Legende Drew Struzan hatte bereits vor einiger Zeit die erste Hälfte des Rohschnittes von Episode 7 gesehen und kennt dank dem Drehbuch auch das Ende des Films. Er behauptet, dass A Force Awakens der beste Film der gesamten Reihe sei. Eine gewagte These, die ich persönlich sehr mit Vorsicht genießen würde, aber mich andererseits noch neugieriger auf den Film macht. Wie geht es euch dabei? Verfrühte Aussage oder valider Hinweis? There is a great disturbance in the Force. Unbestreitbar großartig ist allerdings das Imperium schlägt zurück. Und als Quasi-Rausschmeißer habe ich heute etwas ganz Besonderes für euch. Die bisherigen Teaser zu Episode 7 sind handwerklich wirklich gut gemacht. Wie aber das Ganze im gleichen Stil mit dem angesprochenen Klassiker aussehen würde, könnt ihr im folgenden Teaser sehen, den ich in der Videobeschreibung auch verlinkt habe. Viel Spaß damit und bis nächsten Dienstag. Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.